Nummer 4, die vierte falsche Lehre aus diesem Buch der Bhagavad Gita. Dieses Buch lehrt, dass deine eigenen persönlichen Erfahrungen, mystische Erfahrungen oder spirituelle Erfahrungen oder Begegnungen die Schrift übertrumpfen. Dieses Buch, sogar ihre Schriften, lehren also, dass deine persönlichen mystischen Erfahrungen über dem stehen, was in den Schriften steht. Das lehrt der Hinduismus. Aber die Bibel lehrt das genaue Gegenteil. Das Wort Gottes übertrumpft unsere eigenen persönlichen Erfahrungen. Die Bibel sagt in 2. Petrus Kapitel 1, Vers 20: Und so halten wir nun fest an dem völlig gewissen prophetischen Wort. Und ihr tut gut daran, darauf zu achten, als auf ein Licht, das an einem dunklen Ort scheint, bis der Tag anbricht und der Morgenstern aufgeht in euren Herzen. Dabei sollt ihr vor allem das erkennen, dass keine Weissagung der Schrift von eigenmächtiger Deutung ist. Denn niemals wurde eine Weissagung durch menschlichen Willen hervorgebracht, sondern vom Heiligen Geist getrieben haben die heiligen Menschen Gottes geredet. Vielleicht sagst du, ich wünschte, ich wäre dabei gewesen und hätte die Verklärung gesehen. Dann würde ich glauben. Aber hier ist die Sache. Das ist sogar noch glaubwürdiger, genau hier. Dieses Buch hat Macht, Gottes Wort hat Macht und die Bibel sagt, danach kommt der Glaube aus der Verkündigung, die Verkündigung aber durch Gottes Wort. Mehr noch als dort zu sein und die Wunder tatsächlich zu sehen, ist dies hier vertrauenswürdiger. Die Bibel. Das Wort Gottes, das lehrt die Bibel. Das ist genau das Gegenteil, was dieses Buch lehrt. Das sagt, vertraut deinen mystischen Erfahrungen. Es gibt heute eine Menge Leute, die viele mystische Erfahrungen haben, die eigentlich vom Teufel sind. Sie sind nicht von Gott. Zum Beispiel, die Mormonen haben ein Gefühl im Bauch und sagen, oh, ich weiß, dass das Buch Mormon wahr ist, weil ich dieses Gefühl im Bauch hatte. Ich saß 2 Stunden lang mit einem Mormonen zusammen, der mein Schulfreund war, als ich in der Highschool war. Ich war mit ihr für 2 Stunden lang. Sie war eigentlich meine zweite Cousine. Und ich habe ihr 2 Stunden lang das Wort Gottes gezeigt. Und sie sagte, egal was du mir zeigst, nichts kann meinen Glauben ändern, denn ich weiß, was ich gefühlt habe. Viele Mormonen werden dir dasselbe sagen. Sie vertrauen auf ihr Bauchgefühl, aber die Bibel sagt, dass der Teufel betrügerische Zeichen und Wunder tut, die so überzeugend sind, dass sie sogar die Auserwählten verführen würden. Ich drücke das gern so aus. Gott ist nicht böse auf dich. Vor einiger Zeit habe ich das mal auf Facebook gepostet. Gott ist nicht böse auf dich. Und innerhalb weniger Minuten hatten wir Tausende Klicks und Likes oder wie man das nennt. Ich vergesse das immer. In den Kommentaren hieß es dann, das war genau das, was ich brauchte. Und ich habe dann die darauffolgenden Tage viele Predigten angeschaut online. Ich habe viel gelesen in der Bibel, ich habe viel gegoogelt. Also ich habe im Grunde nichts gemacht, außer versucht, es herauszufinden, bis ich dann eine Predigt gefunden habe, in der der Prediger erklärt hat, dass man den Heiligen Geist im Grunde nicht verstehen kann mit seinem Kopf, sondern man muss ihn mit dem Herzen verstehen, man muss ihn erleben. Und ich habe immer im Auto ganz intensiv zu Gott gebetet. Ich habe sehr laut gebetet und habe gesagt, ich möchte, dass du mir deinen Heiligen Geist offenbarst und ich möchte ihn wirklich persönlich kennenlernen. Und während ich so fahre, hat es erst ganz leicht angefangen, in meinen Händen zu kribbeln. Und das Kribbeln ist aber immer stärker geworden, ist auch von meinen Händen in die Arme und in meinen ganzen Körper gegangen. Und es war am Ende wie pure Elektrizität, die durch meinen Körper geschossen ist. Und ich weiß, wie das sich anfühlt, weil ich als Kind mal einen Stromschlag bekommen habe, wo ich in einen Stromkasten gelangt habe. Und deswegen, das ist das Einzige, was dem Gefühl am nächsten kommt, so ein purer Stromschlag quer durch den ganzen Körper. Und als das Gefühl nachgelassen hat, bin ich dann in die Wohnung hoch. Und dann war ich wie ein komplett neuer Mensch. Ich habe das persönlich erlebt und zwar tatsächlich nur wenige Meter von hier, in diesem Konferenzzentrum. Da war ich ein Teenager von 14 Jahren und ich habe Gebet empfangen. Ich wusste gar nicht, wie mir geschieht, aber ich habe gespürt, da kam ein Frieden und eine Freude in mein Herz und ich wusste nicht, woher. Auf einmal war das da. Kommt wie eine Welle von Frieden, von Liebe und von Wärme.
offenbare uns die Liebe des Vaters. Und wir machen weit unser Herz, weit unser Herz. Sagen, komm, Heiliger Geist. Wenn du möchtest, kannst du das auch sagen, wie eine Einladung, wie zu einem Gast, den du hereinbittest und sagst, na klar, darfst du kommen. So kannst du sagen, komm, Heiliger Geist. Es ist wie wenn du einatmest, dich weit machst und empfängst für den Sauerstoff, der in dich hineinströmt. So kann auch dein Geist sich öffnen und einlassen auf das Wehen des Heiligen Geistes. Wir beten, komm, Heiliger Geist, und berühre unsere Herzen. Gott, du bist mein Heil, auch wenn ich es gerade noch nicht sehen kann. Gott, du bist meine Versorgung, wo ich nicht mehr weiter weiß. Gott, du bist meine Weisheit, auch wenn ich selber so viele Fragezeichen sehe. Gott, du bist mein Wundertuer. Gott ist gut. Aber dein Körper betet mit. Na, dein Leib bist ja du. Und es gibt viele Charismatiker und Pfingstler, die dir alle möglichen Erfahrungen erzählen können, aber die Lehre ihrer Gemeinde stimmt nicht mit der Bibel überein. Und weißt du was? Ich werde nicht diesen falschen Wundern und betrügerischen Zeichen und Wundern vertrauen. Es ist mir egal, anstatt zu sagen, es ist mir egal, welche Verse du mir zeigst, sollten wir sagen, es ist mir egal, welche Zeichen und Wunder du mir zeigst. Ich weiß, was die Bibel sagt. Dies ist ein völlig gewisses prophetisches Wort.